So, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. OMR Masterclasses. Heute Tamaris und Content Square. Und wenn ich sage Tamaris, dann sind das die beiden schönen. Ich weiß nicht, wie ihr angeordnet seid, aber Marco und Yannick sind heute mit dabei. Erstmal hallo an euch beide. Hallo Nico, Hallo Grüße aus dem Nico. Maul. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir haben gerade schon so ein bisschen über die Lichtsituation bei euch im Büro gesprochen. Ihr sitzt quasi am fast gleichen Platz. Detmold hast du gesagt, ne? Genau, richtig. Und wie habt ihr so schön gesagt, im E-Commerce scheint immer die Sonne. Haben wir gerade festgestellt, genau. Mit den Themen mit Licht hatten wir festgestellt, dass bei uns so doch die Sonne ziemlich scheint. Ja. Das ist Nicht schön, immer. das hört man doch gerne. Gerade in so Situationen, wie es aktuell ist. Nee, erstmal cool, dass ihr dabei seid. Wir kümmern uns gleich darum, wer ihr seid, vor allem wer auch Tamaris ist und was ihr macht in euren Rollen. Für euch, die uns jetzt zuschauen, haben wir wirklich 45 Minuten vollgepackt mit richtig coolen Infos. Natürlich viel, viel von Tamaris. Deswegen seid ihr da für das, was Marco und Yannick euch da gleich erzählen werden. Ich teile einfach mal ganz kurz die Slides, um euch mal so einen kleinen Eindruck zu geben, was wir mit euch vorhaben. Das ist der Titel der Session, das wisst ihr, deswegen seid ihr da. Ziel: internationale Lifestyle-Love-Brand, wie Tamaris das eben mit Big Data und Speed to Insights dazu schaffen möchte, zur Lifestyle-Brand. Ich zeige euch ganz kurz, was wir mit euch vorhaben. Wir werden gleich, also wir befinden uns in Punkt 1 in der Intro, wollen Marco und Yannick gleich noch weiter kennenlernen. Dann nehme ich mit euch mit auf die Reise, wie wir grundsätzlich Big Data neu denken und auch nutzbar machen wollen für alle Teams, die es da draußen, Digitalteams, die es da draußen gibt. Und dann gehen wir eben mit Marco und Yannick so richtig in die Tiefe und wollen eben herausfinden, wie Tamaris tickt, wie man eben zur internationalen Love Brand wird. Und wir schauen auch eben so ein bisschen auf die Umstände, Strategie, geben euch aber eben auch wirklich in Punkt 4 mit Yannick dann hands-on Tipps und Learnings mit an die Hand. Und natürlich ganz wichtig, stellt Fragen, nutzt den Channel, den Slack-Channel, den ihr habt, um die ganze Session über Fragen zu stellen, die wir danach beantworten können. Wenn ihr bestimmte Fragen habt zu einer bestimmten Folie, dann schreibt uns auch gerne die Nummer mit rein, dann können wir da direkt hinspringen, wenn es dann soweit ist. Jetzt höre ich nochmal ganz kurz auf mit der Freigabe, denn wir wollen Yannick und Marco nochmal richtig kennenlernen und auch vor allem Tamaris eben nochmal kennenlernen. Und deswegen erstmal jetzt die Frage an euch. Ihr beiden habt die Rollen Marco, Head of E-Commerce und Yannick, Koordinator E-Commerce Operations. Jetzt wissen wir alle, Jobtitel können Schall und Rauch sein. Jetzt müsst ihr mal erklären, was ist das eigentlich, was ihr da macht? Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Also ich weiß es, aber es ist, wenn man nur die Titel sich anschaut, dann kann das tatsächlich alles oder nichts sein. Und in unserem Fall können wir aber sagen, dass das eine ganze Menge ist. Ich darf als Head of E-Commerce die Kundenerfahrung für unser Markenschaufenster tamaris.com verantworten, zusammen dann mit meinem Team rund um Yannick beispielsweise, der heute mit dabei ist. Was bedeutet das? Wir haben bei uns im Team, was das Markenschaufenster verantwortet, so Practices wie jetzt unsere Frontend-Entwickler, unsere Product Owner, die sich rund um die Weiterentwicklung um den IT-Stack kümmern. Dann haben wir unsere Data-Analysten, die Conversion-Map-Optimierung machen, auch anhand von Content Square. Das ist ja der Grund, warum wir jetzt heute da sind. Wir machen AB-Testing, wir schauen, also wir crunchen eine ganze Menge an Zahlen, um letztendlich herauszufinden, wie sich die Kunden auf tamaris.com bewegen. Ja, das findet bei uns statt. Dann aber auch das Thema Shop-Management, also das, was dazu führt, nicht nur, dass wir, klar, es ist wichtig, Kunden zu analysieren, aber die wollen irgendwas kaufen und letztendlich sind es dann unsere Kolleginnen aus dem Shop-Management, die dann dementsprechend die Ware auf unserer Homepage so allokieren, dass sie die Kunden dann auch finden und wir dann halt die Möglichkeit haben, das dann auch zu analysieren. Dann gibt es noch so Teile wie Customer Service, Logistik etc. Auch das findet bei uns statt. Genau. Cool, Ja, Marco. Yannick, übernimm. Ja. Marco hat schon viel vorweggenommen, was auch in meinen Aufgabenbereich fällt. Nicht vor allem der Bereich der Datenanalyse, alles rund um Analysen für unsere Teams, sei es fürs Performance-Marketing, fürs Team-Merchandise etc. Also die verschiedensten Stakeholder, die wir in-house haben, aber auch genau der Bereich Conversion-Rate-Optimization, Customer-Experience-Optimization. Im Zuge dessen vor allem unser AB-Testing-Programm, was wir mit einem Dienstleister zusammenfahren. Die ganze User Research, die dort hintersteckt, um auch zu diesen ja, Experiment Ideen auch zu kommen, diese dann durchzuführen, zu analysieren
und den stetigen Kreislauf der Conversion Rate Optimization schlussendlich zu durchlaufen. Das fällt alles in meinen Aufgabenbereich und ist sicherlich eine sehr, sehr spannende Aufgabe, den Shop da in der Form weiter voranzutreiben. Ja, it's a never ending story. Man ist, glaube ich, nie fertig. Ne? Das ist so, ja. Ich glaube, den Namen Tamaris, den kennen eigentlich die meisten. Ich glaube, ich habe es nachher auch auf den Slides stehen. Eine Markenbekanntheit von über 90% in euren Kernmärkten. Aber was eigentlich dahinter steht, oder ihr gehört ja eigentlich zur Wortmann-Gruppe. Vielleicht kannst du, Marco, ganz kurz das Konstrukt erklären. Ja, natürlich, klar. Nico, also wir haben Tamaris als Marke aus der Wortmann-Gruppe ist der Grund, warum wir heute sprechen. Neben Tamaris haben wir aber auch noch so Marken wie Marco Tozzi, Caprice, Jana und auch wir produzieren als Lizenznehmer für die Marke S. Oliver Schuhe, und das ist gebündelt dann in der Wortmann-Gruppe. Immer ganz wichtig mit einer kleinen Ausnahme, dass wir uns im Produktsegment Schuhe auf die Frau fokussieren. Ja, wir sind ein Damenschuhhersteller, der natürlich auch eine ganze Menge mehr kann als Damenschuhe. Also wir arbeiten sehr eng mit Lizenznehmern zusammen im Bereich Oberbekleidung, Taschen etc. Also wir sind nicht nur für Schuhe bekannt, aber da halt federführend. Ja, und das ist dann, findet sich alles unter dem Dach der Wortmann-Gruppe mit Sitz in Detmold. Und klar, aber Fokus ist halt ganz klar die Dame. Ja. Cool, vielen Dank. Habe ich gerade schon gesagt, 90% Markenbekanntheit in Kernmärkten. Deutschland wird wahrscheinlich einer der größten Märkte sein. Was sind die anderen Kernmärkte? Wir sind sehr, sehr stark Europa fokussiert. Also all das, was jetzt quasi um Deutschland herum passiert, dazu ganz klar so Länder wie jetzt Niederlande, Frankreich, Dänemark, das sind dann schon auch Märkte, wo wir genau diese Markenbekanntheit erzielen, ja, Österreich, Schweiz. Es ist, und das werden wir auch gleich sehen, aber gerade so im Fokus der Internationalisierung für uns wichtig, dass wir natürlich auch merken, dass Länder, dass das Wachstum natürlich begrenzt ist in einem Land und dass wir davon überzeugt sind, dass unsere Marke eine so tolle Strahlkraft hat, dass wir auch genau den Erfolg, den wir halt auch in unseren Kernmärkten erzielen oder in Fokusmärkten auch in andere Länder halt transportieren können. Ja, und das bedeutet dann halt raus aus Mitteleuropa, weiter Richtung Norden, weiter Richtung Westeuropa und auch weiter Richtung Südeuropa. Ja. Genau, cool. Das sehen wir auch auf unserem Entwicklungspfad, Internationalisierung. Wir haben dieses Jahr zwei dedizierte Ländershops auf die Beine gestellt, zusammen im Team. Das ist einmal in Richtung Dänemark, einmal in Richtung Griechenland. Das zeigt schon allein diesen Spread, den wir da haben, ja, weil die dänische Kundin tatsächlich schon auch anders tickt als jetzt die griechische, und das jetzt nicht allein wetterbasiert, weil auch das, wenn wir uns das anschauen, wir haben jeden Dienstag bei uns ein Weekly, wo wir uns auch die Wettergegebenheiten in den einzelnen Ländern anschauen, und da stecken tatsächlich schon ein paar Grad dazwischen und natürlich auch ein paar unterschiedliche Modepräferenzen. Und dann sitzt ihr in Detmold, warum nicht in Griechenland? Also wir haben eine ganz, ganz tolle Organisation in Griechenland, die das richtig toll macht. Von daher müssen Janik und ich mir überlegen, da tatsächlich die Kolleginnen da mal zu besuchen, die das da machen. Aber wir sind headquartered in Detmold, und das ist die ganze, ganz tolle Gründergeschichte, die unser Gründer Horst Wortmann dann dementsprechend angestoßen hat vor geraumer Zeit. Ja, cool. Vielleicht ja das nächste Team-Offsite dann in Griechenland. Ja, wenn ich so die Urlaubsgespräche mir angucke, also so viele Leute, wie dies Jahr auf Kreta waren, wird sich deine Außenstelle auf jeden Fall lohnen. Ja. Das ist so. Sehr schön. Ja, erstmal vielen Dank für die Einschätzung. Ich wollte einfach euch quasi hier in das Lampenlicht stellen. Ich glaube, dafür sind alle Zuseher, Teilnehmenden da. Ihr dürft euch kurz zurücklehnen. Ich nehme alle nochmal kurz mit auf die Reise und teile auch nochmal ganz kurz hier die Slides. Genau, jetzt kennt ihr Tamaris und Marco und Yannick ein Stück besser. Jetzt will ich euch einfach kurz nochmal mitnehmen und euch unseren Ansatz erklären, wie wir eben mit Big Data umgehen und in welchen Spannungsfeldern wir uns vor allem dort bewegen. Und es soll einfach eben dazu dienen, ein bisschen besseres Verständnis dafür zu bekommen, was Marco und Yannick dann auch im Anschluss, über was wir dann sprechen und was auch Yannick dann am Ende nochmal zeigen wird in den Learnings und auch in den Cases, die er dann mitgebracht hat. More human understanding, oder ich habe es anders formuliert, denn sie wussten nicht, was sie nicht wussten. Für alle die den Film nicht kennen, beziehungsweise diesen Halbsatz,
heißt ja eigentlich, denn sie wussten nicht, was sie tun. Ein Film von 1955. Warum finde ich den cool? Weil ich den Schauspieler sehr cool finde. James Dean, ist ein Idol, ist jetzt zu viel gesagt. Finde ihn einfach sehr cool. Deswegen habe ich ihn hier heute euch mitgebracht. Und ja, der Teil mit sie wussten nicht, was sie wussten, ist eben, soll ein Aufhänger dafür sein, was ich euch eben eigentlich mitgeben will. Deswegen jetzt ein bisschen weniger kryptisch. Eine der größten Herausforderungen, die wir sehen, wenn wir eben versuchen, Menschen zu verstehen oder zumindest das Verhalten von Menschen auf unseren Seiten zu verstehen, ist, dass wir eben nicht wussten, dass wir eben nicht wissen, was wir nicht wissen. Und das heißt ganz praktisch, dass wir eben nur Antworten auf Fragen bekommen können, die wir uns vorher überlegt haben. In Digitalsprech formuliert heißt es, wir können eben bisher nur Antworten bekommen, wenn wir die Frage in den Code oder in den Tagging-Plan eingebaut haben. Und ich werde euch gleich ein bisschen zeigen, wie wir das Problem lösen und werde euch natürlich auch zeigen, was das dann mit Markus oder mit Yannix oder vielleicht auch mit euren Jobs, auch mit meinem Job übrigens, ich bin auch Marketeer, dann tatsächlich zu tun hat. Wir alle arbeiten in einem Spannungsfeld. Ich habe euch zwei mitgebracht, das ist das eine davon. Wir alle arbeiten in unterschiedlichsten Rollen für Unternehmen, die vor allem ein Ziel haben, Geld verdienen. Außer ihr arbeitet für eine NGO. Tamaris ist keine, auch die wollen Geld verdienen. Auch Collins Square ist keine, auch wir wollen Geld verdienen. Und je nach Maturity des Unternehmens gibt es dann eben unterschiedliche Strategien, um Umsätze zu erhöhen oder eben Kosten zu reduzieren. Und dazu gibt es dann ein paar Initiativen, die darauf einzahlen sollen. Bei Marco und Yannick ist es so, dass Tamaris eine solche Initiative jetzt umsetzt im Sinne der Internationalisierung. Eine andere Initiative, ein absoluter Klassiker, der auch in jedem Unternehmen dann zum Einsatz kommt, ist eben, um mehr Umsatz zu machen, ist die On-Site-Conversion-Rate-Optimierung. Aber wir können genauso darüber sprechen, dass man eben Akquisekosten für Neukunden zum Beispiel reduzieren möchte. Das ist die eine Seite. Das sind die Unternehmensziele. Und das Problem ist, da hört es dann meistens auch schon auf. Aber da gibt es eben noch eine ganz andere Seite, die wir nicht vergessen dürfen. Das sind eben unsere Kunden, unsere Kundin und deren Ziel. Und auch Menschen wollen sich im Shop, fühlen sie sich vielleicht wohl, aber auch digital wollen sie natürlich genauso wohlfühlen und verstanden fühlen. Und eben in diesem Spannungsfeld befinden sich dann die Erlebnisse, die wir eben auf unseren Seiten bauen. Und immer, wenn wir diesen Sweet Spot, also da jetzt, wo UX steht, immer, wenn wir in dem arbeiten, also immer, wenn wir versuchen, die Ziele unserer Kunden zu erreichen, dass die ihre Ziele erreichen, dann erreichen wir auch im gleichen Maße oder zumindest dann besteht die Möglichkeit, auch die Unternehmensziele zu erreichen. Und wenn der Kunde sein Ziel nicht erreicht, dann werden wir es schwer haben, mit ihm Geld zu verdienen. In diesem Feld schaffen wir eben Wert für beide Seiten. Ein anderes, ich glaube, sehr großes Spannungsfeld im Moment ist das Thema Privacy. GDPR oder DSGVO oder wie ihr auch es immer nennen wollt, hat viele vor Herausforderungen gestellt oder ist auch immer noch so, dass wir damit herausgefordert werden. Übrigens auch für die ganz Großen. Ich habe euch hier mal mitgebracht eine Übersicht über die höchsten Strafen aufgrund von GDPR-Violations. Und da seht ihr vor allem eben die ganz großen Tech-Companies. Das kommt ja auch nicht von irgendwo her. Wir Menschen akzeptieren eben immer weniger, dass Unternehmen und, excuse my German, uns datenmäßig dann nackig machen. Und die Gesetzgebung geht da eben auch nach. Und wir bei Connect Square glauben eben, dass es in ein paar Jahren vielleicht gar keine Cookies mehr geben wird. Third-Party-Cookies sind ja quasi schon irgendwie tot, beziehungsweise jeder sollte sich irgendwie Gedanken gemacht haben, was man denn macht, wenn es diesen Third-Party-Cookie nicht mehr gibt oder wenn man den nicht mehr nutzt. Und ob es uns gefällt oder nicht, wir werden immer weniger über unsere Kunden wissen. Und by the way, it's a trend. Das ist genau das, was die Menschen eben auch wollen. Und deswegen würde es in der Zukunft nicht mehr unbedingt um Personas gehen. Klar, irgendwie sprechen wir immer noch über Personas, wenn wir Dinge formulieren wollen vielleicht, aber zumindest für die On-Site-Optimierung glauben wir, dass eben das tatsächliche Verhalten zu verstehen und die Intention des Menschen zu verstehen, der sich da gerade auf meiner Seite bewegt, dann eben das Verhalten ableiten zu können. Das ist genau das, wo wir hinwollen oder hin müssen vielleicht sogar. Welche Absicht hat dieser eine Mensch in diesem Moment, in dieser einen Session? Und Unternehmen, die das schaffen, die das daraufhin optimieren, die eine
digitale Experience schaffen, ohne personenbezogene Daten, das werden dann die Gewinner sein von morgen. Und unser Ansatz, mal weg von High Level, den eben unter anderem auch Tamaris hilft, ist eben ein Big Data Ansatz. Und warum kann uns Big Data helfen? Ein weiteres Beispiel, das hoffentlich veranschaulicht. Ich weiß, die ein oder andere, die bei einer Conescore-Präsentation schon mal dabei war, kennt dieses Bild, aber es veranschaulicht einfach wunderbar, was hinter diesem Satz, du weißt nicht, was du nicht weißt, steckt. Diese Bilder zeigen uns Ausschnitte von Landkarten und wer wie viel läuft oder Rad fährt oder schwimmt, sich auf den Triathlon vorbereitet, der wird erkannt haben, dass das von Strava ist. Das sind letztendlich Maps und Heatmaps, die darauf zu sehen sind von dieser Strava-App. Für alle, die nicht kennen, da kann man eben alle sportlichen Aktivitäten mit Freunden und Connections teilen, hochladen und dann kann jeder sehen, wo man gerade so unterwegs ist. Das Pikante an diesen aufgezeichneten Läufen, diesen Mustern, die wir da auf der Landkarte erkennen, man sollte die eigentlich gar nicht sehen. Die sollte es eigentlich gar nicht geben, weil das sind Läufe von oder waren Läufe von amerikanischen Soldaten auf geheimen Militäranlagen in unter anderem Afghanistan. Und ohne diese Muster, also hätten wir diese Muster nicht gehabt, wären wir wahrscheinlich nie auf die Idee gekommen, uns zu fragen, ob da überhaupt irgendwas ist. Nur weil wir diese Muster sehen, können wir uns fragen, was ist denn da? Da scheint was stattzufinden, was ist denn da? Und da fragen wir uns, was passiert da? Und genau nur durch diese Muster dieser Soldaten kommen wir jetzt auf diese Idee, uns zu fragen, was da eigentlich passiert. Jetzt zeige ich euch noch, was das dann tatsächlich heißt bei uns und unseren Kunden und wie das dann aussieht. Und dann gehen wir nochmal ganz tief rein in die Marke Tamaris. Und Marco und Yannick haben sich dann noch ganz viel Zeit genommen, euch eben mit reinzunehmen. Genau, das solltet ihr jetzt sehen, ein Video, wunderbar. So sieht das aus, das Sammeln von Daten. Ihr seht unten den blauen Kasten, da nehmen wir jede Interaktion auf, jeden Swipe, jeden Tab, jeden Klick, alle Klicks auf nicht klickbare Elemente. Letztendlich jede Interaktion von Menschen auf den Websites unserer Kunden und das alle 12 Millisekunden. Gleichzeitig nehmen wir eben die gesamte Struktur der Website auf und dadurch sind wir unter anderem in der Lage, eben eure Seite zu eurem Dashboard zu machen. Das seht ihr jetzt. Also all diese Daten aus dem kompletten Verhalten nehmen wir auf und aggregieren die dann so und visualisieren sie dann so, dass jeder sofort verstehen kann, wie Menschen mit der Seite interagieren und daraus sofort Business Value ableiten kann. Das Dashboard bekommt ihr mit CS Live, das seht ihr immer wieder, wird ein kleines Chrome-Plugin, das da aktiviert wird. Wir haben dahinter natürlich noch eine komplette Plattform, mit der ihr dann richtig tief einsteigen könnt. Und dann eben noch viel tiefergehend analysieren könnt, Customer Journeys oder Seiten nebeneinander legen. AB-Tests sehen wir auch nachher noch bei Yannick. Das soll es von mir auch schon gewesen sein. Jetzt stoppe ich hier nochmal meine Freigabe und wir sehen Marco und Yannick, die Gott sei Dank noch da sind. Die kennen das schon. Nicht weggelaufen. Sehr schön. Und genau, wir haben vorher schon gesagt, nach dieser kurzen Einführung, ich hoffe, da war zumindest so die eine oder andere Sache dabei, auf die ihr nachher vielleicht noch referenzieren könnt. Wir hatten vorher so ein bisschen darüber gesprochen, so die Bausteine abgeklopft, auf denen Tamaris gebaut ist, bei euch auch im Team. Jetzt wollen wir so ein bisschen die High-Level-View sehen. Wie wollen wir es machen? Wollt ihr nochmal teilen oder soll ich teilen und wir hangeln uns durch? Wie wollen wir es machen? Du teilst nochmal, hätte ich jetzt gesagt. Ich teile nochmal. Mit den anderen Folien. Genau. Cool. Haben ja einiges vorbereitet. Ja. So, das seid, glaube ich, ihr beiden, ne? Korrekt. Genau so ist es. Also ich stelle mich jetzt nicht mehr vor, mein Aufgabenfeld. Yannick, aber ich glaube, du musst noch mal etwas genauer erklären, was dein Bereich angeht und was du tagtäglich dort auch vor allen Dingen machst, um unsere Tausenden von Kunden dann tagtäglich dann glücklich machst. Ja, also einerseits arbeiten wir natürlich bei uns im Team, in mehreren, mehreren kleineren Teams, Merchandise, Performance Marketing, bei uns Analytics, es gibt Product Owner, etc., etc. Die arbeiten natürlich unterschiedlich intensiv mit unseren Analytics-Tools, unter anderem auch Content Square, zusammen. Wir, in meinem Team,
Im Analytics-Team beschäftigen uns dann natürlich am intensivsten. Wir sind sozusagen die Power-User, die Heavy-User von Content Square. Aber wir versuchen natürlich auch unser Team entsprechend da zu enablen. Also, dass auch die anderen Bereiche, sei es das Teamware, Reports aufrufen kann, um ja, die Insights zu bekommen, die das Team dann entsprechend benötigt. Das Gleiche gilt für das Performance-Marketing etc. etc. Also das ist auf jeden Fall eine Aufgabe von uns, dass wir unser Team dort enablen wollen. Stichwort Speed to Insights, geht immer schneller, sich die Sachen auch selbst rauszusuchen. Und wir bei uns unterstützen dann natürlich das komplette Team. Unser eigener Fokus liegt, das hatte ich eingangs ja auch schon gesagt, ja, in der Conversion Rate Optimization, aber nicht nur Conversion Rate Optimization, sondern natürlich geht es um die ganze Customer Experience. Deswegen spricht man ja auch vermehrt nicht mehr von CRO, sondern von CXO, Customer Experience Optimization. Welche Verbesserungsmöglichkeiten haben wir im Shop? Wie können wir AB-Testing-Ideen generieren, vor allem aber auch priorisieren, wenn ich glaube, jeder, der mit AB-Tests arbeitet, weiß, so ein Backlog ist schnell gefüllt. Den abzuarbeiten ist dann ein bisschen schwieriger und den vor allem auch in der Sinnhaftigkeit abzuarbeiten, dass man wirklich die guten Tests, die priorisierten Tests zuerst macht, das ist sicherlich die große Schwierigkeit. Ja, und im Zuge dessen beschäftigen wir uns intensiv mit verschiedensten Fragestellungen rund um unseren Shop und um das Kundenverhalten und unterstützen da unser Team, aber natürlich auch treiben unser AB-Testing-Programm da voran. Cool, vielen Dank. Das ist die nächste Slide, da haben wir vorher schon so ein bisschen... Ja. Eins ist uns da an der Stelle auch nochmal wichtig, weil Jannik hat es erwähnt und das ist uns beiden wichtig, weil wir sprechen heute über Internationalisierung und du sprichst jetzt mit Jannik und mir und da steckt halt echt da stecken auch sehr viele andere Personen, Rollen, Persönlichkeiten dahinter, damit Tamaris ist so, wie es ist. Das ist uns ganz wichtig. Das heißt, das ist schon ein etwas größerer Prozess. Und das ist uns ganz, ganz wichtig. Auch nochmal danke an die Kollegen, die heute nicht hier sind, uns aber tagtäglich diesen Prozess dann möglich machen. Genau, aber es ist größer tatsächlich, ja, muss man ganz klar sagen. Nee, sehr cool. Das ist auch die perfekte Überleitung für die nächste Frage. Wie viele Leute stecken denn da dahinter? Das ist eine sehr gute Frage. Ich nenne sie jetzt nicht namentlich. Da würde ich nochmal bitten, dich zu unterstützen, wenn ich die Größe komplett falsch jetzt hier von mir gebe. Aber im Performance-Marketing, sagen wir mal, sind wir so 8 bis 9 Leute. Dann in dem eigentlichen E-Commerce-Teil, also angefangen mit Product-Ownern, Datenanalysen, CXO, bis hin zu Customer-Service-Betreuung, Logistik-Betreuung, da kommen noch mal 15 Personen dazu. Ja, CRM fällt da rein, das ist jetzt gerade ein Bereich, in dem wir da sehr, sehr stark rein agieren. Genau, das ist jetzt quasi nur der Teil, also gut 22, 23 Leute, die sich nur um den Teil E-Commerce kümmern, beziehungsweise wie kriege ich die Leute halt digital bei uns in das Markenschaufenster. Und dann muss man nochmal sagen, da gibt es dann auch nochmal Agenturen, Partnerorganisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, die Entwickler. Wenn du eine gute Marke hast, also wenn du eine starke Marke hast, dann gibt es auch so Themen, wie über die wir heute halt sprechen können. Ja. Sehr cool. Jetzt habe ich kurz gestoppt, weil man natürlich bei so einer Aufzeichnung ist dann irgendwann mal das Internet weg. Jetzt habe ich euch kurz nicht gesehen, aber ich hoffe, ich leite jetzt einfach mal weiter auf dieses Slide. Und ich glaube, das könnte vielleicht so der Einstieg sein in das, über das wir dann eben auch heute ganz intensiv sprechen wollen. Mhm. Passt gut. Dann soll ich nochmal zurückspringen? Können wir gerne machen. Ob es da noch einen Teil gibt, der für alle anderen außer uns jetzt hier noch wichtig wäre. Nee, passt. Gut, sehr schön. Dann lass uns einsteigen. Das ist vor allem eine Slide, da haben wir vorher auch viel drüber gesprochen. Da sind jetzt zwei verschiedene Art von Zielen drauf. Vielleicht einfach erklär uns nochmal ganz kurz, nimm uns mit, was da dahinter steckt. Gerne. Wir sehen links die Brand Goals. Das ist die quasi das, was das Marketing sich als Markenstrategie für die Marke Tamaris
überlegt hat in die Stoßrichtung, in die wir reinagieren wollen. Und für uns ist das natürlich auch, und da kommen wir gleich zu sprechen, darauf der Ankerpunkt, wo wir eigentlich hinwollen, ja, oder wo wir hin müssen, analog dieser Brand Goals. Wenn wir das jetzt mal mit Leben füllen wollen, Schuhbrand Number One, wir sind in einigen Märkten sind wir wirklich sehr, sehr stark. Wir haben dort eine starke Präsenz in unserer Zielgruppe und in einigen Ländern sind wir halt noch nicht so stark. Ja, und da gibt es, und das ist auch unsere Aufgabe, dort in die Märkte, wo wir noch Markenpräsenz noch mal mehr verstärken müssen als Markenschaufenster, haben wir natürlich da auch eine tolle Möglichkeit, die Marken genauso zu präsentieren oder zu kommunizieren, so wie wir es auch für richtig halten, wofür wir als Marke stehen wollen. Und das findet auch im Markenschaufenster halt dann am Ende des Tages halt statt. Lifestyle Love Brand, das ist der zweite Teil, den wir hier auf der Folie sehen. Also das ist jetzt keine übergeordnete oder eine Priorisierung, sondern wenn man sich das so vorstellt, das ist quasi eine Ebene. Das ist auch mal ganz wichtig an der Stelle. Lifestyle Love Brand, was heißt das? Wir haben als Gesamter für die Marke Tamaris unterschiedliche Initiativen, um unsere Marke auch breiter aufzustellen. Was gehört dazu? Wir starten jetzt mit Frühjahr Sommer 23. Das ist jetzt die Saison, die jetzt kommt mit Tamaris Apparel. Ja, das ist eine, wir hatten immer Bekleidung unter der Marke Tamaris. Jetzt haben wir uns nochmal dahin konzeptionell nochmal weiterentwickelt und bieten jetzt Tamaris Head to Toe an. Also auch Body and Swimwear gehört dazu. Also wirklich in allen Produktkategorien beim Thema Apparel. Aber auch nochmal verstärkt das gesamte, ich sag mal, Sortiment, was nicht nur Schuhe und auch bei Schuhen, da komme ich gleich nochmal drauf zu, also das gesamte Accessoire-Sortiment haben wir neu organisiert und uns da gestärkt. Und im Bereich Schuhe, also wirklich Footwear, haben wir jetzt beispielsweise im März diesen Jahres eine Active-Kollektion, eine Active-Linie gelauncht. Es gibt diesen Trend jetzt aufgrund von Corona, wir alle wissen es, dass unsere Kundinnen alle spazieren gegangen sind, sind alle in die Wälder gegangen, gehen alle jetzt wandern, also viel, viel mehr aktiver. Genau dafür haben wir eine Antwort gefunden mit Tamaris Active. Aber auch ganz am anderen Ende des Kundensegmentes Tamaris Nude, das ist eine Kollektion, sehr minimalistisch, auf die Kundinnen fokussiert, die nochmal edgigere Styles möchte, die nochmal modischer aus dem Haus gehen möchte. Da haben wir so unterschiedliche Antworten gefunden. Und das wirkt alles oder zielt alles auf das Ziel ein, eine Lifestyle-Love-Brand zu werden, also nochmal begehrter in unseren Kundensegmenten. Ja, das zweite Ziel, was wir da haben. Und das dritte große Thema, ich glaube, das bekümmert uns alle, das ist Sustainability. Wir alle wissen, dass wir da draußen echt ein paar Themen haben und das bekümmert uns als Unternehmen auch dort unsere Artikel oder unsere Produkte natürlich auf einem so ressourcenschonenden Weg zu produzieren, dass wir alle noch in 50 Jahren noch eine Erde haben, die wohnenswert ist. Von daher ein ganz, ganz wichtiges Marken- oder Brand Goal, wie es ja halt steht. Ja? Also Schuhbrand Number One, Lifestyle Love Brand 2 und Sustainability dann das dritte Thema oder das dritte Brand Goal. Jetzt haben wir natürlich, Yannick und ich, und natürlich das Team dann die Aufgabe heraus, aus diesen Brand Goals, diese Aufgaben auch auf die Straße zu bringen und auch die PS, die Organisation da hat. Und da haben wir federführend für dieses Geschäftsjahr drei ganz große Themen herausgearbeitet, das Thema Internationalisierung. Wir hatten einmal über das Thema gesprochen, dass wir natürlich eine unglaubliche Markenbekanntheit in unseren Fokusmärkten haben. Es ist, glaube ich, auch relativ einfach erklärt, dass natürlich, wenn man eine starke Marke hat, dass man in neue Märkte geht, und da auch Support von der Organisation bekommt, dass es natürlich auch ein gewisses Umsatzpotenzial oder Wachstumspotenzial halt bietet. Ja, deswegen haben wir jetzt dieses Jahr ganz klar den Fokus und allerdings auch schon letztes Jahr auf Internationalisierung gesetzt, verstärkt in Länder zu gehen. Letztes Jahr war es Italien und die Schweiz, jetzt sind es Dänemark und Griechenland und ich glaube in der nächsten Woche, wenn alles klappt, dann zu Mitte November wird es ein weiteres Land geben, mit dem wir dann live gehen werden. Also ganz klar da die Stoßrichtung Internationalisierung. Da zwei ganz wichtige Themen, um die Kunden dann in neuen Ländern zu verstehen oder überhaupt auch in den Kernmärkten. Heute sprechen wir über Internationalisierung, aber für uns ist auch wichtig, die Kunden zu verstehen, so wie sie heute bei uns, wie wir sie als Gast begrüßen können oder auch als, ich hoffe, als Kunde, nicht nur als Gast, sondern auch tatsächlich dann, dass sie dann bei uns auch fündig wird und was dann auch
bestellt, ist das Thema Leverage Data und aus dem Thema Leverage Data dann eine tolle Kundenerfahrung auf die Beine zu stellen. Da gibt es diese englische Terminologie, ihr kennt alle diesen Management-Sprech, ich bin ja selber nicht so ein Freund von, aber das hat wirklich was Wahres. If you can't measure it, you can't manage it. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil auch, wir hatten es anfangs erwähnt, wir sind eine Marke aus Detmold, also aus dem Herzen Deutschlands. Und ich glaube, in Deutschland, Österreich, allein schon aufgrund der Sprache, kennen wir uns sehr gut aus. Aber all das, was darüber hinaus passiert, also was jetzt in Frankreich passiert, was in Dänemark passiert, was in Griechenland passiert, das ist halt dann schon auch schwierig, aus dem Headquarter dann dementsprechend auch zu verstehen. Ja, deswegen Leverage Data, ganz, ganz wichtig für uns. Und darauf basierend dann eine Kundenerfahrung auf die Beine zu stellen, die dann auch dem genügend tut, wie die Kunden sich halt dann bei uns auch im Shop bewegen. Ja, genau. Cool. Ich glaube, Yannick, das war alles soweit okay, oder? Oder fehlt das? Zusammengefasst. Ja, okay. Ja. Sehr gut. Ich hätte vielleicht noch die ein oder andere Frage Richtung diesem Thema Internationalisierung. Du hast gerade auch schon angesprochen, welches Team da hinter euch beiden, ihr heute als Präsentanten von Tamaris, vor allem für den E-Commerce-Teil, wie viele Leute da stehen. Ich hatte jetzt aber das Gefühl, beziehungsweise gedacht hätte ich jetzt, da stehen noch viel mehr dahinter, wenn man so viele Länder bedient. Wie macht ihr denn das? Also ihr habt gerade gesagt, 26 Länder. Wie managt ihr denn das? Ich wollte sie alle nicht namentlich erwähnen, weil dann bekommt man nicht mit Rüde, dann wird man hier an der Kaffeemaschine darauf angesprochen, dass man doch noch jemanden vergessen hat. Also es ist tatsächlich so, dass bei uns in der Gruppe nochmal die eine oder andere Abteilung dazu auch nochmal Support leistet, der jetzt nicht mit dazu gezählt. Das ist beispielsweise unsere IT, die quasi all das, was im Backend passiert, an uns zur Verfügung stellt. Wir haben da so ein Order-Management-System, was die Kollegen da aufrechterhalten oder supporten. Dann haben wir noch die Kollegen von der Logistik, ganz wichtig, die auch die Koordination der Lieferung, also der Artikel dann hin zu unserem B2C-Fulfillment-Center. Also da steckt nochmal eine ganze Menge mehr dahinter. Was wir natürlich jetzt auch in den letzten Jahren, gerade auch Corona-getrieben, gemerkt haben, dass gerade, man muss ja den Kundenwünschen folgen und der Kunde kauft halt zum großen Teil auch mittlerweile online ein. Und das ist halt auch so, dass wir auch in der Organisation gewachsen sind. Wir sind auch nochmal größer gewachsen, da ist auch nochmal mehr Fokus drauf, weil B2C ist der Touchpoint, den du als Marke zu einem Endkunden hast. Und du hast es gerade angesprochen mit den Cookies. Du musst die Kunden kennen, du musst direkt in Kontakt zu den Kunden haben, weil ansonsten, wenn du sie nicht kennst, wenn du nicht weißt, wer deine Kundin ist, dann musst du es im Endeffekt, entweder hast du gar keine Informationen oder du musst es dir halt dann sehr, sehr teuer kaufen. Ne? So in dem Aspekt, ist da auch nochmal, du hast die Frage gestellt, da gibt es noch ein paar mehr als Helferlein, sage ich jetzt mal, die uns da helfen. Aber wir haben tolle Partner, von daher sind wir da meines Erachtens sehr gut aufgestellt. Ja. Und auch nochmal bei dem Thema Internationalisierung, Brian, bleibend, bevor wir dann auch auf die Cases kommen. Wie macht ihr das in diesem großen Team, wenn ihr jetzt ein neues Land angeht? Du hast gerade gesagt, da wird es bald ein neues kommen. Was sind da so die größten Herausforderungen? Oder vielleicht könnt ihr uns auch so einen kleinen Einblick geben, wie ihr da rangeht. Sagen, das ist jetzt das nächste Land, das macht Sinn. Was passiert ab dem Zeitpunkt? Fangen wir mal ganz vorne an in dem Prozess. Es ist, der ist schon mannigfaltig, muss man sagen. Wir fangen ganz vorne an, und teilweise mit Diskussionen, wo wird es denn Sinn machen? In welchem Land sind wir noch nicht präsent? Bei uns ist es halt das Thema, in welchem Land haben wir noch keinen Endershop? Nur eine internationale Seite. Und das ist eine ganz, ganz enge Zusammenarbeit mit unserem Marketing zusammen, weil das Marketing natürlich auch die Roadmap in Bezug auf Markenkommunikation und auch am Ende des Tages halt Budgets dann auch dementsprechend dann definiert. Und in dieser Diskussion, die wir dann haben, mit Markenbekanntheit, mit wo sind wir präsent, wo nicht, welche Möglichkeiten haben wir, entsteht relativ schnell eine Idee, in welches Land wir dann dementsprechend internationalisieren wollen. Und das ist natürlich immer ein zweifacher Prozess mit den Ländern, in denen wir schon international sind. Es ist dann quasi ein Nachschärfen, wenn man so will. Man schaut sich da auch Daten an. Man guckt, was gut funktioniert. Aber es ist ein iteratives Bessermachen halt. Ja? In dem Prozess der Internationalisierung, man geht in ein neues Land. Das ist eine etwas andere Aufgabe. Da fängt es dann beispielsweise an mit
allgemeinen Geschäftsbedingungen. Ja, diese ganzen Themen, die, mit denen eigentlich immer was zu tun haben will, diese ganzen juristischen Themen, Entsorgungspflichten, was muss ich auf welchen Artikel kennzeichnen, wo ich einen Artikel entsorgen muss. Gibt es eventuell Themen, die man bei Retouren berücksichtigen muss? Und das muss man sagen, das ist dann teilweise schon sehr breit, sehr divers und ja, ist dann schon auch am Anfang eine Mammutaufgabe, die wir, aber davon bin ich überzeugt, dadurch, dass wir jetzt die letzten 2,5, 3 Jahre wirklich unsere Hausaufgaben in Bezug auf Internationalisierung gemacht haben, da auch jetzt schon ein ganz gutes Portfolio haben. Wir wissen nicht immer, was wir in welchem Land machen müssen, wenn wir dort reingehen, das ist ganz klar. Aber wir wissen immer, wo wir mittlerweile nachschauen müssen. Das ist schon mal das, der große, die Erfahrung, die wir jetzt gesammelt haben. Ja. Und man muss sagen, der Onboarding-Prozess, also mittlerweile sind wir da echt routiniert. Also Marco, du hast die Länder angesprochen, die wir letztes Jahr live genommen haben, die wir dieses Jahr live genommen haben. Da geht es dann natürlich darum, auch zu gucken, ja, welche Carrier sind für uns relevant, welche Zahlarten brauchen wir. Das ist in jedem Land so unterschiedlich. Das kann man sicherlich oftmals durch Competitor-Analysen machen, aber auch klar, wenn man da schon Daten hat, in Shops, die wir schon haben, zwar noch nicht länderdediziert, also in englischsprachig beispielsweise, und wir wollen den Shop jetzt länderdediziert aufschalten, in der Landessprache, wie beispielsweise in Italien seinerzeit. Da schauen wir uns natürlich auch schon die Daten an, die wir in diesem Shop bereits bekommen haben, um dann auch das Ganze ja, möglichst für den Kunden so darzustellen, dass es sich wie ein ja, original italienischer Shop auch anfühlt, weil das ist für die Kunden oftmals sehr, sehr wichtig. Die sind so unterschiedlich, nicht nur was den Modegeschmack angeht, auch was das Online-Shopping angeht. Es gibt Länder, wo ein One-Page-Checkout Standard ist. Andere Länder wollen es viel lieber kleinteiliger. Und das hat natürlich massive Auswirkungen auch auf die User Experience. Das Aber lass uns doch an der Stelle da mal genau in das Thema einsteigen. Ich glaube, da haben wir eine ganze Menge Material mitgebracht, um das genau dann auch den Zuschauern hier zu erklären. Sehr cool. Ja, leg los, Janik. Ja, ich habe es ja gerade schon angeteasert. Beware of Country and Culture-Specific Differences. Nicht nur, was die Mode angeht, unterscheiden sich wahrscheinlich die Dänen von den Griechen sehr, sehr stark. Das haben wir jetzt auch bei den Go-Live in diesem Jahr gesehen, sondern natürlich auch, ja, wie man sich im Shop verhält. Und da hilft uns Content Square natürlich extrem, indem wir ja das Zoning oder auch Content Square Live, was Nico eben schon in dem kurzen Teaser-Video gezeigt hat, natürlich sehr, sehr gut darstellen können. Für uns ist es immer wichtig gewesen, nicht nur uns anzugucken, wie oft werden Bereiche auch geklickt, sondern schlussendlich viel entscheidender, wie attraktiv sind diese Bereiche auch für die Kunden. Das heißt, wie viele von den Personen, den Inhalt, den Content gesehen haben, haben ihn schlussendlich auch geklickt. Denn wir wissen alle, Scrollen ist immer so ein Ding. Der eine scrollt mehr, der andere scrollt weniger. Tendenziell wird eher weniger gescrollt und deshalb ja, werden vor allem untere Teile von Seiten auf der Homepage oder auch auf ja, Content-Seiten weniger gesehen. Deshalb sind Klickraten gar nicht so aussagekräftig. Und für uns super interessante Metrik, die wir jetzt auch ja, mit Content Score analysieren können, ist die Attractiveness Rate. Wie viele Personen haben das Modul geklickt von denen, die es auch gesehen haben? Und auf den Bildern, die wir jetzt links sehen, auf den Screenshots, sind wir schon recht deutlich. Hier gibt es natürlich Unterschiede zwischen den Ländern. Im Beispiel ist es jetzt hier Deutschland und die Niederlande auf der Produktdetailseite, auf der PDP, wo ja deutlich mehr mit den Produktbildern interagiert wird auf der niederländischen Seite als auf der deutschen Seite. Da gibt es natürlich noch viele, viele weitere Beispiele. Nico, kannst du genau einmal einen weitermachen? Nämlich ein super spannender Case, den wir mitgebracht haben von unserer Homepage. Wir haben ja auch hier gesehen, dass die Module sehr unterschiedlich attraktiv sind. Die Niederländer haben eine sehr, sehr starke Conversion Rate auf dem Header-Banner oben gehabt, wo auch eine Kategorie, ich kann es gerade nicht ganz lesen, ja, angeteasert wurde, wo wirklich viel drauf geklickt wurde und die auch dann gut konvertiert haben. Währenddessen unsere deutschen User sich vor allem mit den Looking-For-Modulen, wir nennen es auch Quicklinks, ganz gerne beschäftigt haben, also wirklich den Direkteinstieg zu der Sandalen-Kategorie, zur Stiefeletten-Kategorie, Sneaker-Kategorie etc. Da gibt es super viele Unterschiede, deswegen ist es umso wichtiger, dass man sich den Shop nicht nur generell anguckt, sondern da auch, um den User besser zu verstehen, denn darum geht es schlussendlich, auch Länder separiert, Speed to Insights, das Ganze auch schnell.
glaube, die Darstellung ist jetzt super einfach zu verstehen, ohne dass ich hier groß was drumherum erzählen muss. Und das hilft dann natürlich einfach für uns in-house. Als Power-User ist das relativ einfach, aber auch an die jeweiligen Teams, die ich eben genannt habe, die vielleicht nicht so regelmäßig dann noch mit den Tools arbeiten, um schnell Insights zu bekommen und schnell reagieren zu können. Ganz kurze Zwischenfrage, du hast gerade schon darüber gesprochen, Scrollen ist jetzt nicht so das Ding für alle Menschen, vielleicht einfach nur so der Durchschnitt, was ist das bei euch auf der Homepage, wie viel wird gesehen, wer scrollt, also wir haben ja so einen Benchmark-Report, da sagen wir irgendwie jeder zweite scrollt eigentlich nicht, Wie verhält sich das bei euch so ungefähr? Es ist tatsächlich noch weniger als jeder zweite, weswegen wir auch gerade auch uns die Homepage vorgenommen haben in den letzten Monaten, dort mehrere AB-Tests gefahren sind. Also es sind wirklich weniger als jeder zweite, kommt auch da natürlich aufs Land dann zwischen 20-30%, die überhaupt nur diese Quicklinks, dieses Looking-For-Modul sehen. Also gerade der Teaser, viele gehen gar nicht tiefer, hängt natürlich auch von der Device-Klasse ab, von der Größe. Viele starten dann über das Menü, deswegen ist es umso wichtiger, dem Kunden da auch man spricht immer von einem False Bottom, dass man dem keinen False Bottom suggeriert, sondern dass man schon im ersten View zeigt, die Seite ist hier nicht vorbei, also hier unten geht es noch weiter, hier ist noch interessanter Content für dich und scroll doch einfach mal, um auch die weiteren Module entsprechend zu sehen. Jetzt schauen wir uns hier, glaube ich, die Desktop-Variante an. Würde mal schätzen, bei euren Kundinnen wird wahrscheinlich auch 80% mobile sein? Ja, also klar, mobile first, brauchen wir nicht drüber sprechen. Sind wir nicht die Einzigen. Wir sind tatsächlich zwischen 75 und 80%, was den Traffic angeht. Orders ist auch kein Geheimnis. Es ist ein bisschen weniger. Auch das ist, glaube ich, relativ klassisch. Aber wir sehen, die Entwicklung wird immer stärker, vor allem halt in Kampagnenphasen, wenn dann natürlich ganz viel Social-Media-Content bei uns oder Social-Media-Traffic bei uns in den Shop kommt. Das ist natürlich die Peak-Phasen auch für die Mobile-Nutzer, das sehen wir absolut, ja. Cool. Auf dem nächsten Slide wird es noch bisschen bunter. Ich muss noch mal eins sagen, weil ich glaube, ich würde einen Kommentar machen, wenn du noch mal eine Folie zurückmachst, weil wir sehen das noch auf den anderen Folien, das ist mir ganz wichtig und uns als Marke, wir sind jetzt hier einmal die Sales-Screenshots, ja, wir sind nicht dafür bekannt, sehr oft ein Sale zu machen, natürlich in diesen normalen Rhythmen, das ist nochmal wichtig, ja, das ist jetzt der Disclaimer für alle unsere Fans, weil wir jetzt, ich glaube, gerade in der Sale-Phase dann die Präsentation erstellt haben. Das Thema mit, das hast du erwähnt, wie viele Leute scrollen eigentlich, für uns ist das sehr, sehr wichtig, genau dieses Thema anzugehen, weil wir natürlich die Möglichkeit und deswegen ist das visuell so zu sehen, wie es jetzt gerade ist, so wie es Content Square ermöglicht, uns eine riesige Hilfe zu verstehen, um diesen Content-Slot oder beziehungsweise Content, weil wir so viel Content haben, wenn der Kunde da aber nicht hin runterscrollt, dann sieht er diesen Content nicht. Und das ermöglicht uns schon auch in die unterschiedliche Tests zu planen, um auch mehr Content zu zeigen, um mehr Slots zu kreieren, wo der Kunde auch tatsächlich halt hinschaut und da Schwächen zu erkennen, ja, und um die dann dementsprechend zu verbessern, weil das ist für uns ganz wichtig in der Markenkommunikation. Wir haben so viele tolle Themen, nur wenn der Kunde da halt dann nicht hinscrollt, das ist dann halt vertane Arbeit, ja. Das ist sehr, sehr wichtig für uns. Ja, das wollte ich noch ergänzen. Kostet Geld, kostet Ressourcen, sich darum zu kümmern, richtig. Ganz klar. Ja, für alle, die jetzt gerade zuhören, zuschauen, ich poste auch gleich mal in den Chat noch eine Geschichte von einem Kunden Haber, die bei uns bei der OMR gesprochen haben, dieses Jahr im Mai, auch genau gleiches Thema, also exakt gleiches Thema, Content, man scrollt nicht. Was die gemacht haben, poste ich euch da mal rein. Aber jetzt wieder zu dir, Yannick. Ja, wie Marco sagt, es ist nicht nur Arbeit. Ihr seht, wir haben eine sehr, sehr lange Homepage. Es ist nicht nur Arbeit, auch die unten drin Module dort zu pflegen. Das kostet natürlich erstmal Zeit, sondern ist natürlich auch ein ganz, ganz klares Ziel der Homepage, die User zu leiten. Und wenn die User nur einen Teaser sehen, einen Main-Teaser und vielleicht noch den Menüeinstieg, stellt sich natürlich die Frage, ist das wirklich, erfüllt die Homepage da an dieser Stelle den Zweck für die User, wie sie es eigentlich könnte? Und da ist für uns das Zusammenspiel zwischen Exposure Rate, wie weit scrollen die User runter. Wir haben jetzt hier ein Beispiel. Ich habe es eingangs gesagt, 20-30% sehen überhaupt nur den Content unter dem Main-Teaser.
Und nach unten fällt das dann natürlich extrem ab. Auf der linken Seite Exposure Rate. Attractiveness Rate habe ich auch schon angesprochen, wie viele User klicken den Content, nachdem sie ihn gesehen haben. Und da sehen wir ein ganz, ganz extremes Beispiel hier. Der Main-User wird natürlich von ja, eigentlich allen Usern gesehen, die die Seite laden. Aber er wird relativ wenig geklickt. Zumindest dieses Beispiel jetzt hier, was wir sehen. Demgegen haben wir den Content weiter unten, die Looking-For-Module. Aber auch wir sehen, wenn wir jetzt ganz links den Screenshot, ist jetzt nicht in der Größe, aber wir erkennen es an den Farben. Dort gibt es auch noch viele Inhalte, die deutlich attraktiver sind, als das, was wir oben sehen. Und da ist natürlich dann für uns ein Ziel, diese Looking-For-Module sichtbarer zu machen, den Main-Teaser vielleicht zu verkleinern und dann ja, den User mehr zum Scrollen einzuladen, aber auch diese Quick-Links, Looking-For-Module zu pushen, weil die haben wirklich eine hohe Attraktivität von 18%, also 18% der User, die diesen Content sehen, die sie, ich glaube, Sommerschuhe sind es links oben, gesehen haben, die haben sie auch geklickt. Super wichtige Kennzahl für uns und auf Grundlage dessen, da sind wir mittlerweile zum Glück so weit, wir setzen dann nicht direkt die Themen um, sondern wir gehen dann tatsächlich einen Schritt weiter und machen AB-Tests. Das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig, denn auch wenn die Zahlen noch so klar sind, auch wenn für uns die Homepage noch so schön ist, wenn sie noch so attraktiv aussieht, am Ende soll der Nutzer entscheiden und daher ist natürlich AB-Testing eine super Methode. Können wir uns einmal auf der nächsten Folie anschauen, was wir da gemacht haben. Wir haben einerseits den Teaser verkleinert. Ich muss auch links kurz dazu sagen, das ist noch ein Entwurfbild. Wir haben nicht hier rot auf rot gearbeitet, tatsächlich. Falls jetzt die UX-Experten im Chat ja, durch den Bildschirm springen wollen, ist ein Entwurf gewesen. Also wir haben den Teaser verkleinert, damit das Looking-For-Modul auch auf kleineren mobilen Handys sichtbar gewesen ist. Dadurch haben wir keinen False Bottom mehr suggeriert. Die User haben mehr gescrollt. Und kurioserweise, das Ergebnis dieses Tests war sogar, dass der Sell-Banner in der rechten Variante mehr geklickt wurde. Das fand ich wirklich super überraschend. Kann da natürlich verschiedenste Gründe haben, über die wir spekulieren können. Ist aber einfach das Ergebnis gewesen und war für uns dann auch die Idee, ja, diesen kleineren Main-Teaser deutlich häufiger zu nutzen. In der rechten Variante haben wir uns dann noch gefragt, also in der rechten Test, im zweiten Test haben wir uns dann noch gefragt, wie können wir diese Looking-For-Module pushen? Das ist natürlich in diesem Test so, die liefen direkt nacheinander, während der linke noch in der Auswertung war. Deswegen ist dieser kleinere Main-Teaser hier noch nicht zum Tragen gekommen. Aber wir haben gesagt, wir pushen nochmal die Looking-For-Module und platzieren sie oben. Das sieht so ein bisschen aus wie Insta-Stories. Einfach über dem Main-Teaser direkt klickbar. Dort auch die wichtigsten Kategorien natürlich passend zur Saison. Stiefel, Booties, jetzt passend zur Jahreszeit auch. Und auch das hat tatsächlich gut funktioniert. Aber, jetzt muss man dazu sagen, nicht in jedem Land gleich gut. Denn während in Deutschland rein auf die Conversion Rate betrachtet das Ganze eigentlich recht neutral war, haben wir vor allem in Frankreich einen Push gesehen. Also das war für uns auch nochmal ein wichtiger Punkt zu sehen. Wir sehen auch Länderunterschiede und auch da wieder, man muss separieren. Jede Kundin in jedem Land verhält sich unterschiedlich. Und deshalb haben wir diesen Test, also sind wir jetzt gerade in der Umsetzung, das auch in Frankreich zu implementieren. Während wir in Deutschland sagen, da sind wir vorsichtiger, da versuchen wir noch das Ganze noch eine bessere, eine, ja, für den Kunden optimalere Lösung zu finden. Cool, und da auch in dem horizontalen Slider, ne, die letzte Kategorie angeschnitten, sodass man weiß, da kann man. Genau, richtig. Also den False Bottom gibt es nicht nur nach unten, sondern natürlich auch im Slider nach rechts. Ergänzend dazu, das hatte Yannick gerade erwähnt, es ist wirklich schwierig zu verstehen, woher das eigentlich herkommt. Also warum ticken Kunden so? Das, was wir hier im Haus machen, ist dann auch dediziert mit den Ländergesellschaften zu sprechen, also zu hinterfragen, zusammen mit denjenigen, die dann auch in dem Land dann arbeiten. Das kann man natürlich nicht immer für alles machen, aber so für große Aha-Momente, da fragen wir dann schon mal nach und fragen, also woher könnte das dann kommen? Weil so also auch hier wieder hier in Deutschland sitzend, im Herzen von Deutschland, ist es dann auch schwierig, dann wieder zu verstehen, warum, woher kommt das denn eigentlich? Ja, warum funktioniert das da besonders gut und anderen Ländern halt gar nicht? Ja, ja, auch wichtiger Punkt. Ganz anderes Beispiel als die Homepage, die Shipment-Seite. Jeder, der mal einen Brief ins Ausland geschickt hat, weiß, dass der Adressaufbau komplett unterschiedlich ist. Und auch jeder, der online geshoppt hat, weiß, es gibt Autofill. Wenn ich jetzt in einem französischen Shop hingehe und
würde den genauso aufbauen wie einen deutschen Shop, dann würden wir das Problem finden, dass die Autofill-Option das dann oftmals falsch ausfüllt. Das führt wieder zu Frustration, Fehlermeldung. Kunden verstehen die Probleme dann teilweise auch nicht. Deshalb Internationalisierung der Shipment-Seite, der Formular-Seite für uns ein super wichtiges Thema. Auch da, es gibt Kunden, die wollen einen One-Page-Checkout, es gibt Kunden, die wollen das ein bisschen kleinteiliger, über mehrere Schritte. Das ist von jedem Land sehr, sehr unterschiedlich. Hier haben wir ein Beispiel aus Frankreich mitgebracht. In Frankreich ist es tatsächlich so, wir haben jetzt da auch Hausnummer und Straße getauscht. Das haben die Daten da ergeben. Es gibt zwar auch Shops, die das in dieser Reihenfolge machen, also die Franzosen sind da ein bisschen flexibler. Was wir bei Frankreich zum Beispiel auch wissen, es gibt Teile, gerade in ländlichen Regionen, die gar nicht mit Nummern arbeiten, die gar nicht mit Hausnummern arbeiten. Das weiß kurioserweise der Postbote dann in der Hauptstraße wohnt Herr Müller und der wohnt in dem und dem Haus. Das funktioniert wahrscheinlich nicht in Frankreich, in Paris am Champs-Élysées, aber durchaus auf dem Land. Von daher ist das auch für uns wieder eine Herausforderung, die wir jetzt aktuell angehen. Wie können wir denn in Frankreich das denn auch so mit unseren Logistikern bedienen, dass die Kunden vielleicht nicht frustriert sind, weil sie ihre Nummer nicht eingegeben haben, weil sie es vielleicht auch von anderen französischen Shops gar nicht kennen. Also da, ja, diese Beispiele sehen wir nicht nur in Frankreich, das sehen wir in vielen, vielen anderen Ländern auch, wo wir ja gerade diese Shipment-Seite internationalisieren und dementsprechend auch personalisieren müssen. Cool. Wir müssen ein bisschen aufs Gaspedal drücken. Aber du hast noch ein paar Cases mitgebracht, was das AB-Testing angeht. Ja, das geht auch recht fix. Denn es geht ja nicht nur darum, wenn wir jetzt so viele Ideen generieren, auch gerade international, wir werden unseren Backlog, was AB-Test angeht, immer voller kriegen. Das kommen halt auch die vielen, vielen weiteren Länder dazu, die wir jetzt dann auch, wo wir AB-Test machen. Da ist das Thema Test less, Test better natürlich wichtig. Und da auch wirklich genaue Daten zu bekommen, mit denen wir klare Erkenntnisse kriegen, um dann nicht nur Test less, Test better, sondern auch die AB-Tests zu priorisieren. Und wenn wir jetzt hier uns die Screenshot anschauen, Exposure Rate, Attractiveness Rate und Conversion Rate per Click, haben wir, glaube ich, schon groß drüber gesprochen. Deswegen würde ich ganz gerne auf den nächsten Case einmal zu sprechen kommen. Denn hier geht es vor allem um das Thema Depriorisierung. Wir haben in der Vergangenheit mit Heatmaps gearbeitet, die uns nicht diese Daten liefern konnten, nicht diese Prozentsätze, nicht die Conversion Rate liefern konnten, sondern lediglich sagen konnten, ja, in diesem Bereich haben Klicks stattgefunden. Und wir haben uns gefragt, warum wird auf der Shipment-Seite unten auf die Payment-Logos geklickt? Es wurde tatsächlich am User darauf geklickt. Vollkommen unverständlich, weil darüber ist der riesige CTA, der sagt weiter. Und eigentlich sind diese Logos nur zur Sicherheit, um den Kunden zu suggerieren, hey, die Zahlarten haben wir, keine Sorge, du findest deine Lieblingszahlart, du kannst am Ende zahlen. Trotzdem haben sie drauf geklickt. Wir haben dann aber, wollten erst einen AB-Test machen. Mit ContentSquare haben wir dann gesehen, okay, das sind zwei User, die da drauf klicken. Die Conversion Rate von diesem Segment, von den Usern, die da drauf klicken, ist aber nicht schlechter als von den Usern, die direkt auf den CTA weiterklicken. Also es gibt zwei User, die das machen. Das sorgt aber nicht für Frustration, denn sie finden irgendwann doch noch den Weiter-Button und finden auch den Weg zur Payment-Seite zu ihrer beliebtesten Zahlart, die sie nutzen wollen und schlussendlich dann zum Kauf. Hätten wir diese Erkenntnis nicht gehabt, hätten wir einen AB-Test gemacht, hätten Kapazitäten nutzen müssen. Das hätte wieder viel Geld gekostet, den AB-Test durchzuführen und hätte auch definitiv Zeit geblockt, die wir für viel, viel wichtigere Tests nutzen können. Deswegen nicht nur Test less, Test better, sondern natürlich auch Priorisierung und ganz wichtig, das vergisst man sehr, sehr häufig, Depriorisierung. Und da finde ich dieses Beispiel wirklich fantastisch und hilft das, um das Ganze nochmal besser zu verstehen. Genau, auch hier Checkout Springer, jeder kennt es. Viele klicken sich zur Shipment-Seite, wollen dann wieder zurück. Auch da hilft ContentSquare natürlich extrem, um zu schauen, wie verhalten sich die Kunden denn bei uns im Checkout. Nicht nur diese Zoning-Analyse, die wir jetzt schon ein paar Mal gesehen haben, also wo klicken sie auf einer spezifischen Seite, sondern wie verhalten sie sich auch zwischen den Seiten. Und wenn man jetzt hier Checkout-Springer in der Analyse sieht, kann man sich natürlich die Frage stellen, woran liegt das? Sind das Kunden, die wollen ihren Warenkorb nochmal ändern? Sind das Kunden, die finden vielleicht nicht die Gutscheineingabe, weil die Gutscheineingabe nur im Warenkorb zu sehen ist und nicht auf der Payment-Seite im Checkout ein weiteres Mal? Sind es Kunden, die sich die Produktbilder nochmal näher ansehen wollen, die noch eine weitere Größe hinzufügen wollen, eine andere Farbe? Das ist wirklich sehr, sehr schwer zu erfahren, wenn man nicht diese Steps sich anguckt. Denn in den Steps sehen wir, okay, User springen von der Shipment-Seite zurück auf die PDP.
Dort können wir dann wieder auf der PDP zurück in die Zoning springen und gucken, was haben die User da geklickt. Das ist für uns super wichtig, um die Ideen, wie eingangs schon gesagt, zu priorisieren. Quantifizierbarkeit ist definitiv da auch ein Thema und das hilft uns da auf jeden Fall enorm. Cool. Dann sind wir durch mit dem Input, den wir für euch geliefert haben. Jetzt wollen wir uns natürlich dann euren Fragen stellen. Erstmal danke an dieser Stelle, Marco und Jan. Gerne. Gerne.